Das ist mir noch nie passiert und deshalb ganz besonders peinlich. Ich habe den Text vergessen. Ja, deshalb meine Bitte an Sie, ist vielleicht jemand unter Ihnen, der sich in Frühlingsliedern auskennt. Ach, da meldet sich schon jemand. Bitte kommen Sie doch auf die Bühne. Seien Sie so freundlich. Ja, danke. Guten Abend. Guten Abend. Passen Sie mal auf, hier sind Bleistift und Papier. Und bei drei, da dichten wir. Da, haben Sie gemerkt, es geht schon los. Hm. Jungs, der Mai steht vor den Türen, darum macht die Türen zu. Ich bin lahm auf allen Vieren, brauche nichts als meine Ruh. So, das wäre der erste Vers. Na, wie gefällt Ihnen das? Ja. So was Lahmes. Das ist doch kein Frühlingslied. Haben Sie es nicht optimistischer? Optimistischer? Ja. Ja, optimistisch, das geht auch. Das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Machen wir es optimistischer. Also ich beginne nun nochmal. Jungs, der Mai steht vor der Türe, der das müde Herz erfrischt. Liebe Leute, und ich spüre, wie der Saft schon in mir zischt. Wie die Knospen knallen. Und die hübschen Mädchen fallen. So, jungen Mädchen fallen, das geht doch nicht. Aber die können die jungen Mädchen nicht lachen. Lachen? Lachen. Ja, warum sollen die nicht lachen? Natürlich können die lachen. Ja, aber Lachen reimt sich nicht auf Knallen. Ja, Moment, Moment, ich denke. Na nun, das können Sie auch. Ja. Ich hab's. Und er die hat's. Jungen Mädchen lachen. Die Gewölbten und die Flachen. Das. Hört ihr, wie die Knospen krachen? Ja, dann eines geht's. Tages krachst auch du. Ju, ja, ja, so machen wir's. Alles jubelt, kreischt und quiekt, weil der Frühling alles piekt. Alle Vögel bauen Nester und im Flusse rührt der Fisch. Mancher Bruder wird zur Schwester. Wissen Sie einen besseren Reim auf Nester? Ja, warte mal. Ich hab's. Ja. Meine Hose aus Manchester. Manchester, Nester. Ja, das geht. Ja, das ist ja gut. Ich probier's mal. Moment, wie war's? Alle Vögel bauen Nester. In dem Flusse rührt der Fisch. Meine Hose aus Manchester klemmt auf einmal fürchterlich. Alle Streich- und Blasorchester streichen blasend durchs Gebüsch. Hilfe! Alle Auerochsen walzen. Hähne. Bitte? Nein, Auerhähne. Ja, wie Sie wollen. Also, alle Auerhähne balzen. Alle Suppen sind versalzen. Ja, weil der Koch jetzt feurig ist. Und die kalte Mamsel küsst. Oh. Das wir. Also, wenn Ihnen nichts gefällt, machen wir es einfacher. Passen Sie mal auf. Denn der Koch am Suppentopf hat die Mädchen nur im Kopf. Ja, 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 das gefällt mir schon besser. Na also. Ja, darauf fällt mir auch sofort ein Reim ein. Nein. Ja, doch, mir ist die Suppe Schnuppe, weil ich von der Liebe zehr. Und ich hoppe mit der Puppe einmal hin und einmal her. Na, na, na. Jetzt bin ich gespannt, wie Sie das Ganze hier und heute ansiedeln wollen. Unverwechselbar, bezugnehmend auf unser Leben. Hier und heute? Ja. Unser Leben? Das ist überhaupt gar kein Problem für mich. Machen wir, wie waren Ihre letzten wunderbaren Zeilen? Doch mir ist die Suppe Schnuppe, weil ich von der Liebe zehr. Und ich hoppe mit der Puppe durch die schöne DDR. Nun warten Sie mal ab, es kommt ja noch heutiger. Darum, Leute, nicht erlahmen. Denkt an die Sozialmaßnahmen, dass der Storch auch dann und wann seinen Plan erfüllen kann. Na, na, Herr Köper. Ja, also, ich weiß nicht, was Sie wollen. Mir hat's gefallen. Musik, Musik! Und das Tollste, Herr Köper, ich singe ja gleich mit Ihnen mit. Hier haben Sie die Hälfte ab. Jungs, der Mai steht vor der Türe, der das müde Herz erfrischt. Liebe Leute, und ich spüre, wie der Saft schon in mir zischt. Alle Auerhähne balzen, alle Suppen sind versalzen, denn der Koch am Suppentopf hat die Mädchen bloß im Kopf. Doch mir ist die Suppe Schnuppe, weil ich von der Liebe zehr. Und ich puppe mit der Puppe durch die schöne DDR. Also Leute, nicht erlahmen, denkt an die Sozialmaßnahmen.
denn der Storch kann dann sehr schön seinen Plan nochmal erzählen.